Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute 5 vergessene Griefer Games Items, die ihr mit Sicherheit noch nicht alle kennt. Also schaue ich das Video sehr, sehr gerne hier bis zum Ende an. Ich glaube, es wird ganz interessant. Und am Ende gibt es eben auch eine kleine Verlosung. Also es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Lasst gerne auch ein Like da und ein Abo, wenn ihr solche Videos öfters sehen wollt. Es wird richtig nice und wir fangen jetzt auch schon an mit dem ersten Item. Let's go! Das erste Item, das ich euch heute zeigen werde, das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist tatsächlich auch in meiner Ender Chest drin. Und zwar ist das dieser legendäre Weihnachtskopf, signiert von Abgegrieft, signiert mit Frohe Weihnachten einfach vom guten Abge. Und zudem gibt es auch eine sehr, sehr interessante Story. Und ich weiß nicht, ob irgendwer von euch diesen Kopf hier kennt. Ein paar werden vielleicht glauben, dass das der Supreme Kiste oder so ist. Ist er nicht. Der wurde wirklich persönlich von Abge rausgegeben. Dann konnte man nicht in irgendeiner Kiste oder so gewinnen. Also der ist auch extrem selten. Also so sieht der nochmal aus. Und der wurde von Abge persönlich erstellt und tatsächlich damals an den Griefer Games Moderator vergeben. Ich weiß nicht, ob den einige von euch vielleicht noch kennen. Ich habe da damals schon gespielt auf Griefer Games, aber vielleicht ein paar von euch nicht. Und zwar Skillzilla 144p. Das war damals ein Moderator auf Griefer Games, der jetzt leider nicht mehr im Team ist. Und der hat einfach 64 von diesen Köpfen von Abge geschenkt bekommen. Weil Skillzilla hat damals ein Weihnachtsevent gemacht und ich glaube, das war auf Nature oder so. Auf jeden Fall, er hat ein Weihnachtsevent gemacht und hat dafür 64 von diesen Köpfen von Abge gesponsert bekommen. Und die hat er dann bei seinem Weihnachtsevent verteilt. Und 32 Stück davon hat Skillzilla angeblich noch selbst. Also es sind tatsächlich nur 32 von diesen Köpfen auf ganz Griefer Games im Umlauf. Hört sich jetzt viel an, aber wenn ihr rechnet auf Griefer Games, sind schon meistens 3.000, 4.000 Spieler online und im Monat mehrere 100.000 wahrscheinlich, dann sind 32 Stück davon echt wenig, also wirklich sehr wenig. Also ja, andere Sachen, die viel mehr wert sind, gibt es tausende Male. Also wirklich ein sehr, sehr seltenes Item, das ich hier bei einem Spieler mir abkaufen konnte, deswegen habe ich das hier auch in meiner EC drinnen. Und das ist, also ich werde bei allen Items auch so ein bisschen dazu sagen, wie viel die circa wert sind. Das lässt sich bei einem Item gar nicht so einfach beantworten. Also ich persönlich, ich werde, egal was mir dafür geboten wird, außer irgendwer bietet mir 10 Millionen oder so, aber ich würde das Item auf keinen Fall verkaufen zu einem vernünftigen normalen Preis, weil ich würde es halt gerne in meiner EC lassen. Aber wenn ich jetzt es verkaufen müsste, dann würde ich es auf jeden Fall nicht unter 300.000 Dollar abgeben. Also das wäre so mein absoluter Schmerzwert, wenn ich es verkaufen müsste, was ich aber nicht mache. Also bitte versucht jetzt mir nicht die Seite mal abzukaufen. Aber ich würde sagen, so um die 300.000 ist es für mich persönlich wert. Vielleicht ist es sogar offiziell noch mehr oder noch weniger wert. Ihr könnt gerne eure Einschätzung in die Kommentare schreiben. Weil das Besondere ist, dieses Item ist so selten, es steht gar nicht auf Griefer-Wert drauf. Also das ist auch wirklich, da merkt man, dass es auch ein seltenes Item ist. Das Item gibt es nicht mal auf Griefer-Wert. Es ist ja bei vielen Items so, die existieren auf Griefer-Wert und dann steht dabei, keine Preisanschätzung oder irgendwas sowas steht dann immer dabei, weil das Item einfach zu selten ist. Aber dieses Item ist nicht mal im Menü drinnen. Also ihr merkt, wirklich ein sehr seltenes Item und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Start hier in dieses Video. Und wir gehen jetzt auch schon weiter zum nächsten vergessenen Item. Let's go! Das nächste Item, das ich euch jetzt zeige, ließ sich so craften. Kann man jetzt nicht mehr erstellen. Ein paar von euch werden es jetzt vielleicht schon wissen, weil sie da schon auf Griefer Games gezockt haben. Das ließ sich so craften mit 2 Lohnrouten und 3 Beacons. Und die Rede ist natürlich von einem Spawner Zauberstab. Auch ein sehr, sehr bekanntes Item. Mit diesem Zauberstab kannst du deinen eigenen Spawn in einen automatisierten Spawn verwandeln, steht da drauf. Ich werde gleich nochmal erklären, was das so in etwa ist. Aber auch ein Item, das ich ja schon lang nicht mehr auf Griefer Games gesehen habe, ist so um die 10.000 Dollar wert. Also ich glaube, das kann sich jeder von euch leisten und ich denke, es ist auch ein Item, das auf jeden Fall noch im Wert steigen wird, weil das wird es vermutlich nie wieder geben und alles, was es nie wieder gibt, steigt logischerweise im Preis. Also das ist auch auf jeden Fall ein Item, das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und damit konnte man damals normale Spawner in passive Spawner umwandeln. Werde ich euch noch gleich zeigen, was ein passiver Spawner ist, weil die es nicht wissen. Aber man kann einfach Rechtsklick hier auf einen Spawner machen und dann wurde er einfach zu einem passiven Spawner. So einfach ging das. Mittlerweile geht das ja ganz easy mit Rechtsklick. Ich habe da ja auch bei meinem Plot hier noch so einen Spawn, kann ich euch ja mal kurz zeigen. Mittlerweile muss man einfach nur Rechtsklick auf einen Spawner machen, dann kommt man in dieses Menü rein und kann den Spawner auch schon direkt zu einem passiven Spawner machen. Das bedeutet, dass keine Tiere spawnen, sondern dass die Loot-Drops von den Tieren quasi einfach in so einem Menü hier gesammelt werden. Und wenn es kein passiver Spawn ist, so wie meiner jetzt, dann spawnen Tiere wie dieser Hase hier ganz normal. Und man kann sie auch in Minecraft als Tiere quasi anschauen. Genau, und das konnte man einfach mit diesem Item ändern. Rechtsklick drauf und es war ein passiver Spawner. Aber die haben das jetzt geändert, jetzt muss man halt kein Geld mehr dafür bezahlen. Finde ich persönlich auch nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, warum genau das jetzt geändert wurde und warum es diesen Spawn, also dieses Crafting-Rezept und diesen passiven Spawn nicht mehr gibt.
aber irgendeinen Grund werden sie schon gehabt haben. Vielleicht gab es auch einen Bug oder sowas. Ja, aber auch ein Item, das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich finde, es sieht auch sehr, sehr cool aus. Hier so eine nice, verzauberte Lohnroute. Ja, und das war's mit dem zweiten Item. Wir gehen jetzt auch schon weiter zum dritten. Let's go. Und ganz wichtig natürlich auch bei diesem Video, könnt ihr wie immer in der Videobeschreibung runterscrollen. Dann seht ihr auch, wann welches Item kommt. Also falls ihr irgendwelche von den Items schon kennt und das Item euch gar nicht interessiert, könnt ihr ganz einfach wieder über die Videobeschreibung vorspulen. Könnt zum nächsten Item hier vorspulen, falls ihr irgendwas schon kennt. Ich habe wieder so Timesteps eingefügt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr irgendwann mal vorspulen wollt. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar ist das der YouTube, der Insta und der Twitter-Kopf, den man damals 2018 erstellen konnte. Das ist schon, ja, lang her. Da habe ich tatsächlich schon auf Free Fire Games gezockt. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch schon gezockt habt. Auf jeden Fall konnte man damals diese drei Köpfe easy gratis bekommen, einfach durch Voten. Und zwar gibt es einmal diesen YouTube-Kopf. Da steht einfach quasi als Signatur drauf, YouTube abgegrieft HD. Aber es ist eben keine richtige Signatur, deswegen ist der auch so viel wert, der Kopf. Und dann gibt es hier noch so einen Instagram-Kopf, wo drauf steht abgeinsta. Und dann gibt es hier noch so einen Twitter-Kopf. Diese drei Köpfe konnte man damals 2018 als Belohnung fürs Voten bekommen. Man kann ja immer noch voten. Ist auch ein Tipp, den ich euch immer oft gebe. Votet auf jeden Fall für Griefer Games. Dann kriegt ihr auch ein paar gratis Items und noch eine Vote-Kiste. Also ihr müsst einfach nur /vote machen. Und wenn ihr das gemacht habt und auf die Webseite gegangen seid und gewotet habt, macht ihr /geschenkt, dann kriegt ihr jeden Tag eine Votekiste gratis. Ja, konnte man damals auch schon machen, da hat man nur keine Votekiste bekommen, sondern irgendwelche, ich glaube Geld hat man bekommen und Diamanten, irgend sowas war das. Und ich glaube, da war auch für einen Monat oder so die Aktion, da hat man auch halt einen von diesen drei Köpfen bei jedem Mal voten gratis dazu geschenkt bekommen. Die sind heutzutage ca. $15,000 pro Stück wert. Also auch ein Item, das sich auf jeden Fall gut gehalten hat, mit dem Preis noch ein bisschen gestiegen ist. Also auch, wie heute einfach hier in Investitionstipps, an eurer Stelle, ich würde diese Items auch nicht verkaufen, sondern auch eher in eine Kiste legen, weil das sind natürlich auch wieder so Items, die wird es nie wieder auf Free Fire Games geben. Deswegen, da ist es garantiert, dass die vermutlich steigen werden und an Wert dazu gewinnen. Deswegen, keiner Investitionstipp an der Stelle. Ja, und was auch noch, glaube ich, ganz interessant ist, diese Items konnte man damals nicht nur durchs Voten bekommen, sondern es gab damals auch einen Dupe-Bug, da konnte man einfach duplizieren. Und der Spieler Zapto0040 und Team Platin, ja, die hießen halt so, von den beiden wurden ganz viele Köpfe erstellt. Also die konnten duplizieren, haben ganz viele von ihren eigenen Köpfen erstellt. Und das wusste das Free Fire Games Team dann irgendwann. Und die haben dann diese Köpfe von Zapto0040 und Team Platin automatisch auch durch diese Social Media Köpfe ersetzt. Also auch duplizierte Köpfe wurden damals durch diese Werbungsköpfe von Upgegriefed quasi ersetzt. Und ja, das auch ganz interessante Info, die sicher nicht viele von euch wussten. Ja, das war es eigentlich auch schon jetzt mit diesem Item. Und wir machen jetzt wirklich mit etwas sehr, sehr Interessantem weiter, das glaube ich, ja, das so ziemlich fast niemand von euch kennen wird. Let's go. So, liebe Leute, das nächste Item ist wirklich sehr, sehr besonders. Also ich persönlich wusste selbst nicht davon. Das hat mir auch jemand, den ich im Forum deswegen angeschrieben habe, der hat mir das erst erzählt, dass dieses Item überhaupt existiert. Und zwar war das der liebe Katze am Yannick, Kuss geht raus. Und er hat mir das tatsächlich auch ausgeliehen. Also das gehört mir jetzt nicht, aber ich wollte es euch mal fürs Video zeigen. Das erste Item werden wahrscheinlich noch viele von euch kennen, aber ich glaube, das zweite nicht. Ich fange mal mit dem ersten an. Also das erste Item ist einfach dieser Stab gegen Admin Evil. Signiert von Nenderson 17. Ganz kurz dazu, Nenderson 17 war damals der Erzfeind von Admin Evil. Ich glaube, wer Admin Evil ist, wisst ihr alle noch. Und das war damals der Erzfeind von Admin Evil, der hat ihn so ein bisschen bekämpft. Und das war einfach nur ein alter Account. Also das, für alle, die nicht wissen, was ein alter Account ist, ist einfach ein alter Minecraft-Account, der nicht mehr benutzt wird. Und dann kann man sich auf gewissen Webseiten, kann man dann quasi gratis mit solchen Accounts Minecraft spielen. Ging früher sehr, sehr einfach. Und Nenderson 17 war eben auch so ein alter Account. Das heißt, jeder konnte mit diesem Account quasi spielen, der ihn halt irgendwie zufällig bekommen hat. Da gab es halt immer so random Generatoren, dann hat man irgendeine E-Mail und ein Passwort bekommen, dann konnte man sich in Minecraft einloggen. So ein Ding war das. Und ja, eines Tages wurde dieser Account gefunden. Der wurde damals für die Videos von Upge benutzt und war quasi der Gegenspieler von Admin Evil. Und irgendein anderer Griefer im Spiel hat auch diesen Alt-Account zufällig bei irgendeinem Random-Generator halt, wo man solche Alt-Accounts benutzen kann, hatte denselben Alt-Account bekommen und ist damit natürlich direkt auf Griefer Games gegangen und hat halt einfach Items signiert. Also diese Items wurden von irgendeinem Griefer Games Spieler signiert, der halt zufällig diesen Nenderson 17 Alt-Account ebenfalls bekommen hat. Übrigens, Nenderson 17 ist jetzt tatsächlich gebannt, also es gibt jetzt auch keine, also selbst wenn ihr den jemals bekommen solltet, den alten Account, Nenderson 17, das ist halt einfach irgendein alter Minecraft-Account.
ihr könnt damit nicht mehr auf Griefergames spielen, der ist nämlich gebannt tatsächlich. Und diese Route war auch eine Zeit lang in den Supreme-Kisten drin, da steht halt einfach drauf, Stab gegen Admin Evil. Aber das zweite Item, das war nirgends drin. Das ist auch von Nenderson 17 signiert. Übrigens, die Route ist so 50.000 Dollar circa wert und war auch in den Supreme-Kisten drin. Dieses Item war in keiner Kiste und wurde auch später von einem anderen Spieler, der sich quasi als Nenderson 17 ausgegeben hat, wurde das signiert, und zwar diese Nendersons Atombombe. Und die hat auch keinen eindeutigen Wert. Ist wieder so eine Sache, die steht nicht auf Griefer-Werten. Also die steht nicht mal drin auf Griefer-Wert. Da kann man nicht mal nachschauen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viel die wert ist. Also ich sag's mal so, unter 100.000 Dollar kriegt ihr die auf keinen Fall. Ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr wert. Aber unter 100.000 Dollar kriegt ihr die auf keinen Fall. Also hier nennt das ein Atombombe. Sehr, sehr seltenes Item. Wie viele davon es gibt, ist auch nicht ganz bekannt. Ja. Nenderson 17, so viel dazu. Gegenspieler von Admin Evil. Ja, vielleicht macht Abke mal irgendwann mal wieder sowas mit Admin Evil. Ich fand das eigentlich damals ganz cool, diese ganze Roleplay-Dings. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet mit Admin Evil. Aber ja, interessante Story zum guten Nenderson 17. Und wir gehen jetzt auch schon weiter zum letzten und finalen Item hier. Let's go. Für das nächste Item bin ich extra auf einen anderen Citadel gegangen. Es hat etwas mit diesem Plot zu tun. Ein paar werden sich jetzt vielleicht schon erinnern können. Es sind wieder zwei Items, die so ein bisschen zusammengehören. Und zwar einmal ein Crash-Hemd und ein Zwiebergesichtsein, das man damals gemeinsam mit diesem Plot als Entschädigung bekommen hat. Das war im Mai 2019. Da gab es nämlich einen Festplattenfehler auf Griefer Games. Das bedeutet einfach, irgendwas am Server hat nicht funktioniert. Und da wurden einfach alle City Builds und alle Backups, also nicht alle City Builds wurden gelöscht, sondern City Build 13 bis City Build 16 wurden alle gelöscht. Das hier ist übrigens das Item. Einmal hier so ein City Build 13 bis City Build 16 Crash-Überlebender, signiert von abgegrieft und mit einer Unendlichkeitsverzauberung, einfach so ein T-Shirt. Und das zweite Item ist hier ein Kopf, signiert von Zwiebergesicht, wo einfach lieben Gruß draufsteht. Diese zwei Items hat man damals bekommen, weil eben City Build 13 bis City Build 16, da gab es einen Festplattenfehler und die City Builds wurden komplett gelöscht. Ja, das war natürlich doof, weil es gab da, also City Build 16 war damals der höchste City Build, mehr City Builds gab es nicht. Und ja, der Griefer Games hat sich damals auch nicht sehr, sehr intelligent angestellt, weil tatsächlich die Backups, also ja, die Backups waren auf demselben Server wie der City Build. Und wenn die Festplatte kaputt geht, sind die Backups weg. Und das City-Build. Das kann heute natürlich nicht mehr passieren. Ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass die Server irgendwann mal wieder gelöscht werden. Die haben jetzt natürlich daraus gelernt und ihre Backups einfach auf einen anderen Server gegeben. Also selbst wenn irgendein City-Build mal wieder abbrennt oder so, die Backups sind noch immer woanders gespeichert und können jederzeit auf Griefer Games aufgespielt werden. Also braucht jetzt keine Angst haben. Und damals war das eben noch nicht so, deswegen wurde auf City-Build 13 bis City-Build 16 alles gelöscht. Zum Glück waren die City-Builds relativ neu. Also da gab es noch nicht so viele Spieler, die richtig viel drauf hatten. Natürlich, es gab viele, die haben viel Geld dadurch verloren, aber die City Builds waren dann noch neu, deswegen gab es noch niemanden, der da irgendwie stackweise Spawner platziert hat oder so. Also, ja, und da gab es halt eben diese beiden Items, die konnte man sich einfach mit / Notunterkunft erstellen. Damals gab es einen Befehl, / Notunterkunft, und da hat man dieses wunderbare Plot hier bekommen. Auf diesem Plot waren eben auch hier so ein paar Kisten, die habe ich jetzt hier schon gelootet. Da waren so ein paar Items drin, es waren auch Beacons drauf. Ich glaube, ein Drachenhai war hier auch noch irgendwo. Und ja, da hat man hier dieses nette Plot geschenkt bekommen. Für jedes GS übrigens. Also jedes Plot, das man auf City Build 13 bis City Build 16 hatte, konnte man sich ein Notunterkunft-Plot erstellen. Und man hat auch 15.000 Dollar Entschädigung für jedes Plot bekommen, das man auf City Build 13 bis City Build 16 hatte. Und ab, wenn man mehr als 4 Plots hatte, hat man pro Plot sogar 25.000 Dollar Entschädigung bekommen. Also für alle Plots, die man hatte, bevor es gelöscht wurde. Ja, und da waren eben einfach diese beiden Items drauf, die auch so ein bisschen vergessen wurden. Vor allem dieser Zwiebelkopf ist ein bisschen vergessen. Ich glaube, das ist hier eh obvious. Wenn man den Namen liest, weiß man eh, woher es kommt. Aber ich glaube, viele wissen nicht, dass dieser Zwiebelkopf auch noch von diesem Crash-Event kommt, und dieser Zwiebelkopf ist so circa um die 6.000 Dollar wert, also auch nicht unbedingt sehr, sehr viel, aber ist auch, glaube ich, etwas, in das man ganz gut investieren kann. Und dieses Crash-Hemd ist so um die 12.000 Dollar pro Stück wert, also auch auf jeden Fall ein Item, wo man so ein bisschen rein investieren kann. Ja, das waren jetzt eigentlich auch schon die beiden letzten Items. Wir kommen jetzt schon zur Verlosung in diesem Video. Vielen Dank, dass ihr euch jetzt bis zum Ende angeschaut habt. Es gibt jetzt hier noch ein kleines Giveaway. Wer noch mitmachen will, kann das gerne tun. Es gibt zu gewinnen
machen wir mal $25,000. Also ihr könnt 25.000 auf Griefer Games gewinnen. Und dazu müsst ihr nur zwei Dinge tun. Und zwar erstens den Kanal abonnieren. Und zweitens einen Kommentar schreiben. Ihr könnt irgendwas reinschreiben, ist mir egal. Schreibt einfach, wie euch das Video gefallen hat oder ob ihr die Items kanntet oder ob ihr ja jetzt wieder dadurch erinnert wurdet. Keine Ahnung. Schreibt einfach irgendeinen Kommentar und lasst ein Abo da. Dann seid ihr mit dabei bei der Verlosung. Könnt $25,000 gewinnen und vielleicht, ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber es kann sein, dass es sogar noch auf meinem Discord eine Herbstkiste zu gewinnen gibt. Also ja, ich habe vor ein paar Tagen eine Herbstkistenverlosung. Auf Griefer Games, ihr wisst ihr, gibt's Herbstkisten. Und da habe ich vor ein paar Tagen so eine Herbstkistenverlosung auf meinem Discord erstellt. Also kommt gerne auf meinen Discord, vielleicht läuft die Verlosung sogar noch. Müsst ihr danach, wieso werde ich immer ein Steve? Hilfe. Könnt ihr gerne auf meinen Discord reinschauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Vielleicht gibt es da sogar noch eine Herbstkiste zu gewinnen. Kein Plan, wann das Video kommt. Wenn nicht, dann es gibt eh jede Woche auf meinem Discord eine kleine Verlosung. Also joint drauf. Ja, macht mit beim Giveaway im Video. Kommt auf den Discord. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Vielleicht können wir das Video, so eine Serie mal wieder machen. Wenn dieses Video gut bei euch ankommt, kann ich ja diese Serie gerne hier fortführen. Und öfters solche Videos machen. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne noch ein Like da. Und bye bye, ciao. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss.